Seit Wochen und Monaten wird geredet in diesem Land über die Probleme in der deutschen Industrie und nichts passiert. Unsere Bundesregierung hat fertig. Sie hat sowas von abgewirtschaftet. Es gibt morgen 2 Wirtschaftsgipfel, beide ohne den Wirtschaftsminister. Es ist jetzt nur noch eine Frage von Tagen oder Wochen, bis diese Regierung wirklich final am Ende sein muss. Damit aber erst einmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Und willkommen in meinem Arbeitszimmer, etwas hergerichtet. Bitte gerne mal einen Kommentar da lassen, ob wir dieses Setup hier so einigermaßen lassen können oder ob wir doch wieder zum Krachtenbild umziehen müssen, wobei ich da nicht immer sitzen kann. Ich habe ja hier ein Arbeitszimmer. Es ist morgen Wirtschaftsgipfel in der Stadt. Nicht einer, gleich 2. Und wer ist nicht dabei? Ja, der Wirtschaftsminister. Es grenzt an kollektiver Arbeitsverweigerung des Bundeswirtschaftsministers, des Bundesmisswirtschaftsministers. Anders kann man das inzwischen gar nicht mehr schönreden, in Worte fassen. Es ist einfach phänomenal. Ihr habt es gesehen, was er sich in Indien geleistet hat. Und wie würde Robert Habeck sagen, warum er morgen nicht beim Gipfel ist? Der Gipfel ist meine tägliche Arbeit. Ja, der Gipfel ist seine tägliche Arbeit, hat er wirklich mal gesagt im Bericht aus Berlin. Und da muss man sagen, ja, die tägliche Arbeit, die du täglich nicht erfüllst. Es ist einfach sensationell, wie dieses Land in den Niedergang getrieben wird, wie es ruiniert wird. Und zwar in immer wahnsinnig schnellerer Geschwindigkeit. Die Industriebosse, sie sollen jetzt, glaube ich, zum 14. Mal morgen bei Olaf Scholz antanzen in dieser Legislaturperiode. Und was hat der Scholz für sie bisher getan? Nichts außer heiße Worte. Erst auf dem BDA-Tag letzte Woche wurde ja offen Scholz kritisiert und dann sagte der Vertreter der Branche, das glaube ich Ihnen, wenn die Tinte trocken ist, die ganzen Ankündigungen, wir sind es wirklich satt. Und jetzt sind die Reporter auch noch wirklich ausgeflippt bei Welt. Sowas sieht man selten, aber wenn man so eine schlechte Bundesregierung hat mit so einer schlechten Politik, dann sieht man auch mal, wie geübte Journalisten hier wirklich aus der Haut fahren können. Das müsst ihr gesehen haben. Und dass man dann gemeinsam in dieser Koalition auch zu Lösungen kommt. Aber Herr Wiese, mit Verlaub, der Kanzler ist der Kanzler. Der Kanzler ist aber nicht die Regierung. Wie kann ich denn den Wirtschaftsminister und Finanzminister, die letztendlich auch die Entscheidung in dieser Regierung mittragen müssen, nicht mal einladen? Und der Finanzminister lädt zu einem eigenen Gipfel mit ganz anderen Leuten. Das versteht kein Mensch. Sie spielen da mit der Glaubwürdigkeit der Politik in Deutschland. Jetzt atmen Sie mal tief durch heute Morgen in Ihrem Studio. Der Kanzler wird diese Woche die Wirtschafts- und Industriebosse letztendlich auch einladen, um mit Ihnen über die Situation zu sprechen. Und dann werden wir gemeinsam in der Koalition Lösungen auf den Tisch legen. Seit Wochen und Monaten wird geredet in diesem Land über die Probleme in der deutschen Industrie und nichts passiert. Naja, jetzt lassen Sie mich mal aussprechen und beruhigen Sie sich mal. Wir haben bereits vor der Sommerpause ein Wachstumspaket auf den Weg gebracht, was richtig ist und aus meiner Sicht in die richtige Richtung geht. Die setzen bla, bla, bla. Leute, das ist phänomenal, wenn es selbst den Reportern stinkt, wenn es den Mainstream-Journalisten reicht, wenn es genug ist, wenn es zu viel ist, dann kommen solche Szenen dabei raus und ich kann da immer nur grinsend und sagen, Leute, ich muss mir mal wieder neues Popcorn kaufen. Es ist inzwischen schon leer gewesen, die Packung. Es ist einfach phänomenal. Es ist wirklich sensationell. Und worum geht es überhaupt? Ihr werdet wahrscheinlich da stehen und sagen, Gipfel, Gipfel, Wirtschaftsgipfel, was ist denn jetzt eigentlich Phase? Über was streiten die sich die ganze Zeit? Und zwar folgendes. Es ist nicht nur so, dass VW heute hat den Hammer fallen lassen, den Hammer, dass man 3 Werke schließen will, 18% Gehalt kürzen und Zehntausende Mitarbeiter entlassen muss. Was dabei wieder auffällt, Niedersachsen wird nicht angetastet. Aber es treffen sich morgen Olaf Scholz mit Vertretern der Wirtschaft, der Industrie. Und eingeladen hat er zum Beispiel Mercedes-Benz, BMW, den Bund der Industrie, also den BDI, den VCI, den Verband der Chemieindustrie, den VDMA und noch Vertreter der IG Metall und natürlich Volkswagen. Und wer war da nicht dabei? Genau die, die auf der Seite stehen von Christian Lindner. Der Mittelstand, die IHK, das Handwerk, Familienunternehmer, und da hat sich Christian gedacht, komm, der Olaf, der Vergessliche, der wird sicher nicht das merken, wenn ich zeitgleich auch einen Gipfel mache, den wir genauso nennen. Es gibt jetzt morgen ernsthaft 2 Wirtschaftsgipfel in der Stadt und bei beiden ist unser Bundesmisswirtschaftsminister der Zuständige,
nicht dabei. Das heißt, egal was Olaf oder Christian dann bereden in ihren Gipfeln, muss man am Ende ja das, was da besprochen wird, dann irgendwie zusammenbringen. Und vielleicht ist er ja noch in Indien, der Robert, ich weiß es gerade nicht, wo er ist, ich habe nicht nachgeschaut. Und ich denke mir nur so, wie offen wollt ihr noch die Bevölkerung verarschen? Ihr führt hier Wahlkampf, und zwar parteipolitischen Wahlkampf, auf dem Rücken dieses Landes, weil ihr noch gar keine Neuwahlen angekündigt und ausgerufen habt. Der eine fordert diese Wirtschaftsprämie hier, die Investitionsprämie, der Habeck mit seinen 10%. Der Lindner kommt um die Ecke mit irgendwas anderem und die SPD träumt hier von 45% Spitzensteuersatz, aber leider etwas später, bringt dir 2 Euro im Monat, ja, und mir 2.400 Euro Mehrbelastung am Ende des Jahres. Das ist also, nee, da gibt es überhaupt kein Verständnis dafür. Und jetzt machen sie morgen hier wieder irgendwelche Stuhlkreise, Arbeitskreise. Dabei sind die Probleme in diesem Lande glasklar. Und es würde vor allem schon für Zuversicht in diesem Lande sorgen, wenn der Bundespräsident den Deutschen Bundestag auflöst, wenn Olaf die Vertrauensfrage gestellt hat oder das Misstrauensvotum kassiert hat und dann endgültig fertig ist mit dieser katastrophal schlechten Regierung. Katastrophale Leistung. Es ist also, nee. Und dann, was die an Geld kriegen dafür. Für, dass sie einfach zu unfähig sind, die einfachsten Dinge auf die Kette zu kriegen. Ob das der Habeck war in Indien, der noch nicht mal weiß, dass eine deutsche Firma über China Sachen nach Indien liefert, die aufgrund amerikanischer Handelsrestriktionen eben nicht mehr geliefert werden dürfen. Oder ist es hier dann, ja, dann machen wir mal einen Gipfel für die Autoindustrie, wo ich mir denke, ja, die Autoindustrie hat es sich selbst verbockt. Es gibt da jetzt inzwischen wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Ihr kennt das Spiel ja von früher. Die Autos, sie sind einfach viel zu teuer geworden. Wirklich viel zu teuer. Heute ist es so, dass man fast ein ganzes Jahresgehalt dafür aufwenden muss, um sich einen Neuwagen zu kaufen. Das waren früher mal 3 bis 5 Monate dieses Verhältnis, was man brauchte, um sich einen Wagen kaufen zu können. Und es ist, nee. Sie denken dann immer noch, ja, die AfD hat aber so viele Stimmen, das gefährdet den Wirtschaftsstandort. Und ich frage mich immer, welchen Wirtschaftsstandort? Bis die AfD mal rankommt, sind wir ja schon bei 2029. Dann wollen sie ja Krieg gegen Russland führen. Wenn die AfD auf ihrem Russlandkurs bleibt, wird sie vorher verboten. Dann können sie auch nicht regieren. Wenn man sie dann doch dran lässt, müssen sie ja den Leuten erklären, die Pensionen sind weg, die Renten sind weg und damit hat man ungefähr 40% der Bevölkerung dann 2029 gegen sich in diesem Lande. Und das Geld fließt sowieso nicht, wie sie denken, oder wie Robert Habeck sagt, das Geld wächst im Moment nicht auf Bäumen und dann hat der Staat wieder Geld. Es ist einfach, nein, es ist eine richtige Beleidigung meines Intellekts, wenn sie meinen, dass sie mit so einfachen, billigen Tricks hier meinen, durchzukommen, wo ich mir immer nur denke, oh Leute, was habt ihr denn geleistet dieses Jahr? Ihr habt ja gar nichts geleistet, ja? Nix, außer meine Steuern ausgegeben. Und dennoch gibt es in diesem Lande Rentner, die Flaschen sammeln, Leute, die über die Grenze kommen, ihren Pass wegwerfen und dann hier voll versorgt werden. Das wird jetzt ausgetragen auf dem Rücken der Allgemeinheit in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn sie privat versichert sind, gibt es 4-mal so viel Erstattung vom Staat an die Krankenversicherung, wie wenn sie Bürgergeld empfangen. Es ist einfach völliger Wahnsinn, ist völlig untertrieben. Man müsste jetzt hier ich brauche noch hier so einen Wutsack, hier so einen Boxsack oder so einen Messerblock. Das kann man sich nicht ausdenken, Leute. Das ist Deutschland, Entwicklungsland, das dritte Weltland, Germany. Bei uns fallen die Brücken schon freiwillig in die Flüsse. Die Oberleitungen werfen sich freiwillig in das Gleisbett. Die Regierung sagt selbst, der Wirtschaftsminister, nö, also Wirtschaftsgipfel, nö, mach ich nicht, ne? Habe ich nichts mit zu tun. Der Kanzler lädt dann sein Klientel ein und einfach nein, Leute. Deutschland hat fertig und die Regierung hat es noch viel mehr. Es wird jetzt Zeit, dass unser Bundespräsident feine Sahne, Fischfilet Frank-Walter Steinmeier, genau der, dass er sie mal ins Schloss Bellevue zitiert, und zwar alle 3, den Christian, den Robert und den Olaf, und ihnen mal unmissverständlich klar macht, dass sie jetzt nochmal ins Kämmerlein gehen und sie kommen da am nächsten Tag raus und fassen sich alle an, also Ringelpiez mit anfassen, haben sich wieder lieb, oder sie gehen raus und sagen, das war's, das Volk wird befragt, ob wir so weitermachen sollen oder nicht, und das wäre dann die Klatsche des Jahrtausends, Leute. Das hört man dann sogar auf dem Mars,
könnte ja Elon Musk schon mal eine Rakete vorschicken. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal, schau auch bei Messerradar vorbei und damit ciao, bis bald.